Schein gebracht, eingesperrt und umgebracht. In der Nervenheilanstalt wurden medizinische Versuche mit Menschen angestellt und anschließend ermordet worden. Der von den Nationalsozialisten vom Zaun gebrochene Zweite Weltkrieg hinterließ auch in Schritten die gleiche Spuren. Jetzt auf Wesen, da wird am dritten Raum getroffen, wurde die Stadt 1945 vom Sammelpunkt für Flüchtlinge und verteilte Häftlinge aus den Konzentrationslagern. Die Alliierten kamen. Am 2. Mai besetzte zuerst amerikanische und kanadische Truppen Schwerin und rückten bis an die Stör vor. Einen Monat später folgten die britischen Soldaten und im Juli wurden Schwerin und Regensburg vollständig an die Rote Armee übergeben. In Schwerin entschied fortan die sowjetische Militäradministration über die Geschicke der Stadt und des Landes. Und vielleicht als Nachsatz noch: Der ganze Schlosspark russisch überliefert war damals ein einziges Feldlager, in dem es von 100 bis 200.000 Menschen zum Vergleich noch mit 39 Leben vor 3.000 Menschen dabei entstehen. Das ist dann die Folge des Krieges, das wir als Mitbewerber verliehen haben. Sie hören Sie schon, die Schallein-Kapelle, präsentiert durch das Feuerwehr-Schallein-Orchester Lübersdorf e.V. Die FDJ. Und hier das Bild von Schwerin, der sozialistischen Großstadt. Schwerin zur Sportstadt. Die Sport- und Kongresshalle und das Stadion Lambrechtsbrunn sind sichtbare Ausdruck der sportlichen Aktivitäten hier in Schwerin. Boxen und Volleyball werden die Außenstationen der Sportstadt Schwerin. Es laufen die ehemaligen bekannten Sportgrößen mit, der Boxen Paul Nickel, Bruno Huse, Richard Lewakowski, Jochen Bachfeld.
vom Volleyball Wolfgang Maibohm, von der Leichtathletik-Sektion Gerd Wessig, vom Segeln Eckhard Schulz und Ulf Lehmann. Vorgestellt.